Jetzt wollen wir mal hören, welche Megatrends die Forschungsinstitute uns prognostizieren. Deswegen ist Theresa Schleicher bei uns. Sie ist Trendforscherin beim Zukunftsinstitut. Welche Megatrends seht ihr denn? Megatrends gibt es ja relativ viel. Insgesamt sprechen wir von 12 Megatrends. Darunter fällt die Urbanisierung, die Globalisierung und die Individualisierung. Für den Handel sind aber sicherlich Individualisierung und Konnektivität, also Vernetzung beispielsweise, sehr wichtige Trends. Genauso wie das Thema Mobilität. Wir merken es ja, wir werden mobiler, dementsprechend muss der Handel auch mobiler werden. Und das Thema Neoökologie, was wir auch sehr viel auf der Euroshop heute sehen. Welche Maßnahmen muss man denn ergreifen als Retailer, wenn man diesen Trends folgen möchte? Also ich glaube, das Wichtige ist zu erkennen, welcher Trend ist wirklich langfristig sinnvoll und welcher eher weniger. Also wenn man stark nach Konsumententrends schaut und sich überlegt, was ist in Anführungsstrichen the latest shit, wie man ja so gerne sagt, dann hat das weniger Implikationen auf die Zukunft. Man sollte sich eher damit beschäftigen, was sind langfristige Trends, gesellschaftliche Trends, und danach gehen und danach schauen, und dann liegt man da eigentlich kaum falsch. Aber es gibt doch sicherlich noch viele Händler, die sagen, der Kunde kommt schon. Die gibt es sicherlich, die wird es auch immer noch geben. Es wird nur immer schwieriger, weil der Kunde hat mittlerweile ein großes Angebot an Themen und auch viele Kanäle, um einzukaufen. Das heißt, es ist einfach nicht mehr heutzutage so, dass der Kunde auf jeden Fall kommt. Man muss sich heutzutage schon relativ viel einfallen lassen, damit der Kunde stationär wirklich zu dem Einzelhändler kommt und auch bleibt und vor allem auch wiederkommt. Also man muss nicht allen Trends folgen, den Trends, denen man folgt, die müssen auch Sinn machen und praktikabel sein. Vielen Dank, Theresa Schleicher. Gerne.